Vande Guru Padadandam Bhakta Brindasamanvitam Sri Chaitanya Prabhu Vande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Vande Radhika Charanadayam Gopijana Samayuktam Brindavanamanoharam Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vaibhava Puri Goswami Namine Gaurubani Pracharaya Dridha Sankalpam Mutai Krishna Shakti Sarupaya Bhakti Pradayini Namaha Bancha Kalpataru Bhyascha Kripa Sindhu Bhyayavacha Patitanam Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namo Namaha Adadanastrinandan Tairidam Yache Punapunaha Srimadrupa Padambuja Priyaswarupe, Daitaswarupe, Premaswarupe, Sahajavirupe, Nijanarupe, Prabhurekarupe, Patanarupe, Svabilasarupe, Sichaitanyamanupistam, Stapitam, Jena Bhutale, Swayamrupa Kadamayam, Dadatiswapadantikam. Namamahavadanaya Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurtishe Namaha. Dibhyad Brindaranya Kalpadrumadha Srimadrat Nagar Singha Sanastho Shishiradha Shila Govinda Devau Prasthalivisevamanosmarami Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadaita Gadada Shiva Sadi Gaur Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Meine Sastagdandavat Pranam zu den Gotteswissen von meinem Gurudev, bete um seine grundlose Barmherzigkeit und meine Sastagdandavat Pranam zu allen unseren Rupanur Guru Vargas, bete um ihre grundlose Barmherzigkeit, meine Sastagdandavat Pranam zu den Lotusfüßen von Sri Rupa Goswami, bete um seine grundlose Barmherzigkeit und meine Sastagdandavat Pranam zu allen Vaishnavas und Vaishnavis. Brauche alle, bete um alle Barmherzigkeit. So, Sri Rupa Goswami Upadeshamrita, das ist der Nektar der Unterweisung. Das sind Unterweisungen, die sind auch sweet. Nicht nur das Thema, worum es geht, nämlich Krishna und Krishnas Name und Krishnas Lila ist sweet. Selbst die Unterweisungen selber sind sweet. Wir haben das letzte Mal im Wald über die Essenz aller Unterweisung gesprochen, worum es eigentlich wirklich geht und was man wirklich praktizieren sollte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht verzettelt mit Dingen, die unwichtig sind und die Dinge, die so unwichtig sind, dann wichtig nimmt und die wichtigen Dinge, für die hat man dann keine Zeit mehr. So, und was wirklich wichtig ist, ist Krishnas Name, speziell im Kali Yuga, dass man seinen Geist auf Krishnas Namen richten kann. Gar nicht so leicht. Das ist in dieser modernen Gesellschaft, selbst ein Hare Krishna zu chanten, ist schon wirklich schwierig gemacht worden. Und speziell die Menschen, die da jetzt aufwachsen, in diesem Wahnsinn, dass die einfach den Geist haben oder entwickeln oder sich wünschen, sich auf ein Mantra zu konzentrieren, das ist schon sehr selten geworden. Ich meine, wir sind schon im Vergleich zu Rupa Goswamis Zeiten, sind wir schon sowas von verrückt aufgewachsen hier. Aber es ist einfach noch um ein Hauseck schlimmer geworden. So, gar nicht so leicht, einfach die Essenz zu befolgen, nämlich dann Nama Rupa Charitadi Sukhi Tananus seine Zunge und seinen Geist dann mit diesen Dingen zu verbinden. Aber das ist die Essenz von aller Unterweisung. Und das Ganze macht man am besten, indem man jemanden nachfolgt, der einfach schon Geschmack hat für diese Dinge, der schon im Inneren eine Liebe hat zu Krishna, der das wirklich gern macht, dem man das nicht sagen muss, der das nicht macht, weil er es machen muss, sondern der das macht, weil er nicht anders kann. So diese Gemeinschaft braucht man von diesen Menschen. Tishtan Brajet Anuragi, jemand, der Anuragi ist, der
dessen Herz einfach von Krishna angezogen ist. Der Rupa Goswami im fünften Vers hat er eben gesagt, Shushrushaya Bhajanavigyam Ananyam Anyaninda Adishunyaridam Ipsita. Diese Gemeinschaft sollte man sich immer wünschen von jener Person, die niemals Fehler in anderen findet, beziehungsweise nicht neidisch ist auf andere. Der andere hat kritisiert, aufgrund, weil er einfach neidisch ist. Diese Gemeinschaft sollte man sich immer wünschen. Shushana Bhajanabhigyam, der einfach verstanden hat, jemand, der fix ist in seinem Bhajan, jemand, der versteht, was er macht mit seinem, mit Harinam und Bhajan. So jemanden braucht man, dem, wenn man dem nachfolgen kann, dann kann man seine Zeit am besten so verbringen. Und Rupa Goswami sagt, Tishtan Braje, man soll seine Zeit im Vrindavan verbringen. Tishtan Braje, Tat Anurage Jananudamim, Kalamayat Akilam Iti Upadeshasaram. So seine Zeit zu verbringen, das ist die Essenz von aller Unterweisung. Und deswegen beschreibt er jetzt im nächsten Vers, nämlich im Vers 9, die Stellung von Vrindavan und die Stellung von den verschiedenen Ebenen, wo es hingeht. Es mag vielleicht ein bisschen abstrakt sein für manche, die überhaupt nicht wissen, worum es hier geht. Was ist Vaikuntha? Was ist Vrindavan? Was ist Govardhan? Was ist Radhakunda? Aber letztendlich geht es dorthin. Das ist das, wo unsere Reise hingeht. Und die Reise findet ja statt in dem Moment, wo wir Sadhu Sangha nehmen mit jenen Personen, die selben, auf demselben Weg sind. Swarupa Goswami sagt, Vaikunthat Janita Vara Madhupuri Tatrapi Rasotsavat Brindaranyamudara Pani Ramanat Tatrapi Govardhana Radha Kundamihapi Gokulapate Premamrita Pravanat Kuryat Asya Virajato Giritate Sevam Viveki Nakaha. Er fragt hier, wer, jemand, der Viveki ist. Viveki heißt jemand, der unterscheiden kann, der einfach Intelligenz hat. Jemand, der unterscheiden kann zwischen den verschiedenen Ebenen. Jemand, der weiß, was, man kann jetzt nicht sagen, gut oder schlecht, das wäre zu extrem für diese Hierarchie da von den heiligen Orten. Aber jemand, der eben versteht, was ist. Ne? Vivek, erstaunlicherweise, Vivek bedeutet Unterscheidungsvermögen. Ist aber kein, Rupa Goswami im Bhaktivedanta Sindhu schreibt, der Vivek ist kein Bestandteil von Bhakti. Nämlich zu unterscheiden ist kein Bestandteil von Bhakti, sondern genau das Gegenteil. Alles reinzunehmen. Ne? Alles, Bhakti bedeutet ja, du akzeptierst alles, du akzeptierst Krishna und nimmst alle rein. Ne? Hier aber, das ist schon nachher, nach dieser Stufe. Wenn jemand, der Bhakti praktiziert, wo soll es hingehen? Was soll man sich wünschen? Und Rupa Goswami hier, ich habe diesen Vers schon so oft gehört von meinem Sannyas Guru, Pujavad Bhakti Vichar Vishnu Goswami Maharaj. Er hat diesen Vers so oft zitiert. Und immer in dem Zusammenhang, oder fast immer im Zusammenhang, dass diese Erde, wo wir jetzt da sind, in diesem Kali Yuga und die so anstrengend erscheint und so fürchterlich scheint, zumindest hieß es ja nicht, aber die uns so viele Probleme macht, dass die höher ist als Vaikuntha. Und Rupa Goswami sagt das hier, ne? Das sind die guten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, dass wo wir jetzt gerade uns befinden, ist der beste Platz. Das ist perfekt. Vaikunthat Janito Vara Madhupuri. Madhupuri bedeutet Mathura. Mathura bedeutet hier dieses Mathura auf diesem Planeten Erde, wo Krishna Janita, wo Krishna geboren worden ist. Weil Vaikuntha Narayan ist, der nimmt nicht Geburt. Narayan, den kann man nicht als kleines Kind sehen. Den kann man nicht als Baby sehen. Der kann nicht, Narayan ist niemals hilflos und schreit nach der Mama. Aber Krishna nimmt hier in Mathura Geburt, beziehungsweise in Vrindavan, und ist als kleines Kind dort. Und als kleines Kind macht er wunderbare Lilas. Als Krishna auf die Welt kommt, wie jedes neugeborene Baby, er kann seinen Kopf nicht bewegen, er kann seinen Körper nicht bewegen, er kann gar nichts machen.
Kannst du einmal umdrehen. So, obwohl er ist der höchste Herr, der höchste allmächtige Herr, kann das aber auch nicht machen. Das ist eben Krishnas Lila. Und es ist so sweet, dass nur dieses sweete Lila diesen Erdenplaneten einfach höher macht als Vaikuntha sogar. Krishna ist nur, als Krishna 6 Tage alt war, kam Bhutana, die Rakshasi, Hexe, Bhutana, die kleinen Kinder, die kleinen Kindern das Blut ausgesaugt hat. Ne? Sie kam und wollte den Krishna auch umbringen und ihm das Blut aussaugen. Aber Krishna war einfach als kleines Kind. Ne? Und Bhutana kam und Bhutana ist so potthässlich, dass sie da einfach gewusst hat, sie kann in dieser Form nicht reingehen nach Gokul, wo Krishna war, in Mutter Yashodas Haus. So, sie hat ihre Form verändert und ist wunderschön geworden. Und Bhutanas Form eben wird so in vielen Versen da beschrieben, wie hübsch sie ist. Und sogar die Brajavasis waren bezaubert von ihr. Und Bhutana geht rein und nimmt den Krishna. So, Bhutana hat ihre Show gemacht. Krishna hat seine Show gemacht. Bhutana ist hübsch geworden. Der allmächtige Herr ist, wie sagt man, ohnmächtig geworden, also hilflos geworden und konnte sich nicht bewegen und war ein kleines Kind. Ne? So, Krishna macht auch sein Lila, macht seine Show und er genießt es auch. Und Bhutana hat auch ihre Show gemacht und Bhutana wollte ihn umbringen und hat ihn mitgenommen und hat ihm einfach vorgegaukelt, sie liebt ihn mit mütterlicher Zuneigung. Und Krishna hat es akzeptiert. Und dann hat sie ihm eben die Brust gegeben, aber die Brust hat sie eingeschmiert mit Gift. Und Krishna hat ja nicht, die Milch war keine da, weil mütterliche Liebe war keine wirkliche da, war alles nur Show. Aber Krishna hat ihr das Leben ausgesagt, ne? Und hat sie befreit, hat sie geläutert. So, diese Lilas, und das sind so viele, das ist ein bisschen ein heftiges Lila. Aber da gibt es eben so viele auch sweet Lilas, Mutter Yashoda mit Krishna. Und wenn Krishna dann ein bisschen älter wird, dann Mutter Yashoda tadelt auch den Krishna und schlägt ihn manchmal und fesselt ihn und so viele Dinge, so das gibt es im Vaikuntha nicht. Und das können sich auch die Verehrer von Lakshmi Narayan nicht vorstellen, dass sie ihren Herrn irgendwo anbinden, weil er die Butter an die Affen verfüttert hat. So, das ist der große Vorteil. Und in der spirituellen Welt, in Goloka Vrindavan, gibt es diese Lilas auch nur als Idee. Weil Krishna ist ewig im Kishore-Alter. Kishore bedeutet so 15 Jahre. Das ist Krishnas ewiges Alter, Kaishorya. Also, diese Kindheitsspiele, die finden hier immer in den materiellen Universen statt. Ständig. Krishnas Spiel findet ständig irgendwo statt, deswegen nennt man sie nicht der Lilas. Und es kommt, Krishna genießt diese Spiele hier. Und Mutter Yashoda kommt auch mit und genießt diesen Rasa im vollen Ausmaßen. Weil in Goloka Vrindavan und Gokula, dieses Bhauma Vrindavan, dieses Vrindavan auf dieser Bhumi, auf dieser Erde, die sind nicht verschieden voneinander, aber ein bisschen was ist schon anders auch. Nämlich verschiedene Rasas sind hier auf der Erde, in diesem materiellen Universum, voll da, einfach voll manifestiert. Die sind in der spirituellen Welt nur als Idee vorhanden. Deswegen ist dieses Bhauma Vrindavan höher noch. Krishna macht eben, als Krishna dann älter wird und dann beginnt zu krabbeln und dann gibt es so viele nice Lilas. Und die gibt es alle in Vaikuntha nicht. Dort in Vaikuntha rabbelt der höchste Herr nicht auf allen Vieren und hält sich dann fest an dem Schwanz von einem Kalb und lässt sich durch den Kudung ziehen. So, das gibt es einfach nur hier in Goloka, also in Gokul. Und das ist einfach so Nektar. Und Krishna genießt es auch. Man muss sich vorstellen, selber. Selbst hier in dieser Welt, ne, große Persönlichkeiten sind auch happy, wenn sie mal Spaß haben können und auf alle Regeln pfeifen und wenn sie mal nicht im Anzug
im Büro sitzen müssen, sondern einfach machen, was sie wollen mit ihren Freunden. So, der höchste Herr macht das auch. Er verlässt sozusagen sein Büro, seinen offiziellen Arbeitsplatz und geht privat nach Brindavan. Gibt es eine Geschichte? Da kamen mal alle heiligen Orte zusammen und Prayagraj, nennt man ja, Prayagraj ist der König der heiligen Orte. Und die haben mal diskutiert, wer der beste Ort sein soll, wer der König aller heiligen Orte sein, aller Tirthas sein sollte. Und dann ist es Prayagraj geworden. Und Brindavan ist dort hingekommen auch, aber Brindavan hat gesagt, ich habe nichts zu tun, ich bin kein Tirtha-Ort, ich bin der private Ort, der Wohnort vom höchsten Herrn. Ich bin außerhalb von dieser, wie sagt man, Liga da. Ne? Brindavan ist Krishnas privater Ort, dort ist er so einfach, da fühlt er sich zu Hause, da macht er alles, was man sonst nicht machen sollte. Das ist Brindavan. Und deswegen, Vaikuntha Janita Varamadhu Puritatrapi Rasotsavat, Rasa Utsavat. Das ist Rasa Utsava. Das ist ein Festival von Rasa. Rasa bedeutet hier alle möglichen Lilas, Rasa Utsavat. Hier ist Rasa Lila. Rasa Lila ist eben dort in Brindavan und am Ufer der Jamuna. Das gibt es sonst nirgendwo. Und selbst dieses Raslila hier in dieser Welt ist höher als in der spirituellen Welt. Das ist das Wunderbare. Deswegen sollten wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass wir hier auf dieser Erde sein dürfen und Krishnas Spielplatz sozusagen erhalten hier. Wenn immer der höchste Herr in diese Welt kommt, die Lebewesen, die hier sind, die kümmern sich einfach um seinen Spielplatz. Das ist Krishnas Geschenk sozusagen auch an uns. Ne? So, Vaikuntha Janito Varamadhu Puritatrapi Rasotsavat Brindaranyam Udarapani Brindaranyam Udarapani Ramanat Tatrapi Govardhana. So höher als Mathura ist Brindavan. Mathura Krishna ist erschienen, aber eben als vierhändiger Vishnu und dann auf hat er sich verwandelt in ein kleines Kind. Und als er als vierhändiger Vishnu erschienen ist, Devaki und Vasudev, seine Eltern in Mathura, die haben zu ihm gebetet und der Rasa war nicht, da war nicht Vatsalya Bhava, keine elterliche Liebe, sondern das war mit Ehrfurcht und Respekt der höchste Herr. Aber sobald Krishna sich verwandelt hat in ein, also sobald Vishnu eben sich in den kleinen Krishna verwandelt hat, dann kam die Liebe von Mutter Devaki und vom Vasudev Maharaj, und dann wollten sie ihn beschützen. Das ist Krishnas Maya auch, dass die dann völlig vergessen haben, dass er der höchste Herr ist. Krishnas Maya lässt einem alles vergessen, wenn er persönlich, speziell wenn er persönlich da ist. So, dann haben sie ihn nach Brindavan gebracht. So, in Brindavan, Yashoda Devi, Benedikt hat mich mal gefragt, wie dieses Lila zu verstehen ist. Beim Bhagavatam, Krishnas Geburt wird beschrieben, dass er eben in Mathura erschienen ist, als vierhändiger Vishnu. Dann hat er sich in ein kleines Baby verwandelt. Und dann hat er Vasudev die Anweisung gegeben, er soll ihn nach Gokul bringen. Dort hat Mutter Yashoda auch Geburt gegeben zu einem Kind und er soll es austauschen. Und das ist eben im Bhagavatam so erklärt. Aber das hat der Shukadev Goswami so gesprochen, weil er wollte einfach Krishna sozusagen darstellen als Mitglied von Parikshit Maharajas Familie. Weil Kunti Devi, sie ist die Schwester von Vasudev und Parikshit Maharaj ist der eben von Kunti Devi gekommen. So, deswegen ist es so, dass dann Krishna ein Verwandter ist von Parikshit Maharaj, also Shukadev Goswami hat es so erzählt. Aber eigentlich Krishna hat Geburt genommen in Gokul. Als kleines Kind mit Nabelschnur. In Mathura ist er erschienen als Vishnu. Er war im Mutterleib. Devaki war schwanger. Und Devaki hat gestrahlt wie
1000 Sonnen Kamsa konnte sie nicht mal anschauen, als sie schwanger war. So Ausstrahlung und Kampf und je. Und er hat Angst bekommen. Er hat gewusst, jetzt ist die letzte Schwangerschaft, da ist jetzt irgendwas. Das ist die achte Schwangerschaft. Und Devaki hat so gestrahlt. Aber Krishna ist dann erschienen als Vishnu. Ohne Nabelschnur und ohne Geburtswehen und all diese Dinge ist so erschienen. Aber in Gokul zeitgleich ist Krishna erschienen als ein Mutterleib von Mutter Yashoda mit Nabelschnur, mit allen Anstrengungen und allem, was da verbunden ist. Und Mutter Yashoda ist dann eingeschlafen wegen der Anstrengung. Und zu der Zeit kam Vasudev und hat den kleinen Krishna aus Mathura mitgebracht. Aber dort war schon ein kleiner Krishna in Gokul auch. Da waren dann zwei Krishnas und der Mathura Krishna ist dann eingegangen in den Gokul. Yashoda Krishna. Das ist Krishnas Mysterium, ist nicht so einfach zu verstehen. In der Gita, Krishna sagt auch, Janma Karma Chame Divyam Evam Yoveti Tattvata, Tyaktva Deha Puna Janma Neti Mam Eti Su Arjuna. Wer mein Janma, meine Geburt versteht, Janma Karma Chame Divyam, wer versteht, das ist Divyam, das ist göttlich, das ist transzendental. Der, wenn er diesen Körper aufgibt, geht nicht in einen neuen Körper ein, sondern der kommt zu mir, sagt Krishna. Und Krishnas Lila ist einfach so. Es kann sich niemand ausdenken. Das ist einfach so wunderbar. Jede Handlung von Krishna, selbst Geburt nehmen, ist außergewöhnlich. Als Mahavishnu, wenn Krishna einatmet, atmet er sämtliche Universen ein und beim Ausatmen atmet er es wieder aus. Ich meine, wer kann sowas machen? Ne? Und das ist einfach Bhagavans Lila. Alles an ihm ist einfach wunderbar. So. Dann, die sind eins geworden, die beiden kleinen Krishnas. Und Vasudev hat aber nicht gesehen, dass da schon ein Krishna war. Das hat Krishnas Lila, hat ihm auch die Augen da, das nicht sehen lassen mit seinen Augen. Aber er hat gesehen, da war noch ein Mädchen. Und das Mädchen war Durga Devi oder Yoga Maya, die ist erschienen von Mutter Yashoda. Und er hat das Mädchen genommen und hat den Krishna dort gelassen. Der Krishna ist dann eins geworden mit dem originalen Krishna, weil der originale Krishna ist Yashoda, Nandana Krishna. Und der Mathura Krishna von Devaki, Devaki Nandana Krishna, ist eigentlich schon eine Erweiterung von dem ursprünglichen Krishna. So, der ist dann eingegangen in den Krishna und Vasudeva hat das Mädchen mitgenommen. So, und all diese Dinge. Und Krishna ist dann dort geblieben im Brindavan. Und im Brindavan hat er dann seine ganzen wunderbaren Kindheitsspiele gemacht, bis er halt 11 Jahre oder so irgendwie alt war. Und dann ist er gegangen nach Mathura wieder zurück und dann nach Dwaraka weiter und so weiter. Aber diese Spiele, die sind dort ewig im Brindavan. Und Ras Utsavat, das Festival vom Ras Lila, findet im Brindavan statt, nicht in Mathura. Und das findet im Brindavan an vielen Plätzen statt, im Sevakunj, auch heute noch, jede Nacht. Ist dort Rasa Lila. Diejenigen, die dort waren, wissen es, die ganzen Affen gehen raus in der Nacht und keiner darf dort reingehen in diese, jetzt sind es nur noch Parks, früher waren es Wälder. Da ist niemand dort, kein Mensch, der nicht qualifiziert ist, darf dort rein. So, weil Krishna dort sein Rasa Lila macht, ist Brindavan höher als Mathura. Aber höher noch als Brindavan ist Govardhan. Ja, Brindaranya Udarapani Ramanat, Tatrapi Govardhana. Wegen Udarapani bedeutet eigentlich derjenige, man kann es beziehen, der den Hügel hochgehalten hat, nämlich Govardhan. Das hat Krishna dort gemacht und dann für 7 Tage lang, Krishna hat nonstop 24/7 mit allen Brajavasis gleichzeitig Gemeinschaft gehabt, mit den Gopis, mit den Gopas, mit den älteren Gopis und Gopas, mit allen, mit den Kühen, mit den Kälbern, mit allen Brajavasis und hat alle Rasas gleichzeitig genossen. Madhurya Rasa und Vatsalya Rasa, die passen normal nicht zusammen. Vatsalya Rasa, die Beziehung zu Krishna und seiner Mutter und die Beziehung zu den Gopis, die passen nicht zusammen. Aber in diesem Govardhan ist Krishna hat es einfach möglich gemacht, indem er Indra zornig gemacht hat
unter dem Vorwand, dass er alle Rasas gleichzeitig genießt, für 7 Tage lang nonstop. So Krishna war extrem happy. Udarapani Ramanat. Wegen dieser Freude am Govardhan ist der Govardhan noch höher. Krishnas Freude am Govardhan ist noch höher. Und selbst wenn Krishna den Govardhan nicht hochhält, wenn der Govardhan einfach dort liegt, wo er liegen soll, dann Krishna vergnügt sich dort. Und da gibt es eine Menge Höhlen und kleine Täler und Spalten und Bäume und Wasserfälle und was ich was alles, was man heute nicht mehr sehen kann, weil der Govardhan mittlerweile schon winzig geworden ist im Vergleich dazu, wie er war, als Krishna hier war vor 5000 Jahren. Weil Govardhan ist verflucht worden, jeden Tag einen, um die Größe eines Senfkornes zu schrumpfen. Das hat ihn, Bolas Jamuni hat ihn verflucht, weil der Govardhan hat ihn ausgetrickst. Bolas Jamuni. Bolas Jamuni hat den Govardhan vom Himalaya, wollte ihn in den Süden bringen, den Hügel, hat ihn hochgehoben und mitgenommen. Govardhan hat gesagt, ich komme mit, aber eine Bedingung. Wenn du mich einmal wohin stellst, ich bewege mich dann keinen Millimeter mehr weiter. Und Bolas hat gesagt, okay, kein Problem mehr. Mit seiner mystischen Kraft, er kann ihn dorthin bringen, wo er möchte. Und er wollte ihn nach Südindien bringen. Und als sie über Braja Mandala geflogen sind, dann Govardhan hat gesehen, oh, das ist Braja Mandala, das ist das Land von meinem Herrn. Weil Govardhan hat spezielle Freundschaft mit Krishna. Er macht alles für Krishna. Govardhan ist Krishna und Govardhan ist gleichzeitig Krishnas Freund. Also Krishnas Diener auch, als Haridasa Varja im Bhagavatam wird er. Radharani selber gibt ihm den Titel Govardhan. Haridasa Varja, warum? Weil er der beste Diener ist Krishnas, weil er gibt alles, was die brauchen. Und durch die Berührung von Krishna und Balarams Lotusfüßen stehen ihm die Haare zu Berge, nämlich das Gras, und Govardhan steht in die Höhe. So Radharani hat ihm den Titel Haridasa Varja gegeben, der beste der Diener von Hari. Und so, als sie über Braja geflogen sind, Paulas Jamuni hat den Govardhan gehoben, so wie Krishna auch. Übrigens, Hanuman hat den Govardhan auch schon mal gehoben, also nicht nur Krishna hat ihn hochgehoben. Gibt es viele Lilas. Und Paulas Jamuni auch und Krishna dann auch nochmal. Und als Paulas Jamuni mit dem Govardhan da über Braja fliegt und dann Govardhan denkt, oh, no, this is Braja Mandala. Und Braja Mandala Govardhan ist der Tilak von Braja Mandala, so. Selbst Mahaprabhu sagt, ein Gesicht ohne Tilak ist wie ein Krematorium. Und dann Govardhan wollte runter, um seinem Herrn zu dienen. So, er hat durch seine mystische Power, hat er in Paulas Jamuni den Drang da entfacht, dass er auf die Toilette gehen musste. Und dann, ohne nachzudenken, Paulas Jamuni ist runter und hat sein Business gemacht. Und hat den Govardhan hingestellt und in Braja Mandala. Und als er zurückkam und dann ihn aufheben wollte, ging nichts mehr. Ne? Und dann hat er sich bemüht und dann Govardhan hat gesagt, du, wir haben uns abgemacht, wenn du mich wohin stellst, dann bleibe ich dort. Ne? Und dann Paulas, der hat erkannt, ah, es war Govardhan. Er hat mich ausgetrickst, er hat mit seiner mystischen Power mich da auf die Toilette gehen lassen. Ne? Das hätte er normal nicht müssen. Und dann ist er zornig geworden und hat ihn verflucht. Du sollst jeden Tag um die Größe von einem Senfkorn schrumpfen. Und das macht der Govardhan dann immer noch und er wird wirklich tatsächlich kleiner. Selbst mein Gurudev hat gesagt, nachdem er über 50, 60 Jahre lang am Govardhan immer wieder zu Besuch war und dort war, und hat er gesagt, er hat in seiner Lebensspanne schon erkannt, dass er ein bisschen weniger wird, der Govardhan. Er wird auch wirklich weniger. Zwischen Radhakund und der Ortschaft Govardhan ist fast nichts mehr über vom Govardhan. Die eine Hälfte ist nur mal zum letzten Ende, sind noch ein paar Felsen über. Auf der anderen Seite dann vom Govardhan, von der Govardhan-Ortschaft bis zum Schwanz von Govardhan, Govardhan-Puja, dort es noch einen Berg, aber der ist auch nicht mehr so hoch, wie der war. Als Krishna hier war, war der Berg so hoch, dass am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, der Schatten bis nach Mathura gegangen ist. Das sind, weiß nicht wie viele Kilometer, 10, 15 Kilometer. Jetzt geht der Schatten nur mehr bis zum, ist nur mehr ein paar, ist nicht mehr hoch geworden. 30, 40, 50 Meter hoch vielleicht. Vielleicht noch manchen Stellen ein bisschen mehr. So, das ist der Fluch von Paulas der Muni, aber Krishna genießt oder hat an diesem Govardhan in seinem manifestierten Spiel hier so viel genossen und am Govardhan
Gibt es auch Rasa-Lila. Rasa-Lila, dieser Tanz mit den Gopis, findet im Vrindavan statt, am Ufer der Jamuna. Das wird beschrieben im Srimad Bhagavatam. Aber Rasa-Lila findet auch am Govardhan statt. Aber am Govardhan sind nur mehr spezielle Gopis dabei. Nur ihnen ist es erlaubt, dort dabei zu sein. Und im Rasa-Lila, im Vrindavan Rasa-Lila, gibt es viele, viele Gruppen von Gopis. Nämlich einige Gopis sind Nitya-Siddha-Gopis, das sind die höchsten. Radharani und ihre Gruppe, Chandravali und ihre Gruppe und viele andere Gruppenführer, Anführerinnen mit ihren Gopis. Die sind ewig Krishnas Gefährtinnen. Aber es gibt auch andere, nämlich Sadhana-Siddha-Gopis, die durch ihren Sadhana dorthin gekommen sind. Da gibt es auch viele Gruppen. Einige Weise, die zu Ramchandras Lila dort in Dandakaranya waren im Wald, die haben gesehen, als Ramchandra kam, oh, das ist Karma, der transzendentale Karma, der transzendentale Liebesgott, Sri Krishna, in der Form von Ramchandra jetzt. Und sie haben sich da in Krishna verliebt, als Ramchandra kam und wollten ihn heiraten und wollten mit ihm ihre Beziehung haben. Und Ramchandra hat gesagt, nein, in diesem Lila geht es nicht. Er ist Mariada Purushottam, er hat nur eine Frau geheiratet, nämlich Sita Devi. Aber im nächsten Lila können sie dabei sein. Ne? Und die haben dann im nächsten Lila Geburt genommen als Gopis im Vrindavan, als Krishna dann wieder erschienen ist, als Krishna, als Bhagavan, als Krishna erschienen ist. Und dann gibt es noch die Shrutichari Gopis, jene Gottheiten, die den Shrutis, die den vedischen Schriften, den Upanishaden da vorstehen, die Gottheiten davon sind, die haben auch zu Krishna gebetet, weil die haben von den Gopis gehört und die waren bezaubert von der Verehrung der Gopis zu Krishna. Und die haben dann einfach auch gebetet zu Krishna, genauso wie Rupa Goswami das eben im Vers 8 gesagt hat. Ne? Die Stambhrajetat Anuragi Jananugami, die haben einfach diesen Pfad beschritten, den die Anuragi, die Gopis, die Liebe haben zu Krishna natürlich haben, von Natur aus. Die haben diesen selben, die sind auf diesen Pfad gekommen und die haben dann auch Geburt genommen als Gopis. So Shrutichari Gopis und Munichari Gopis, dann gab es noch eine Menge Gopis, als Ramchandra auf dem Planeten war, als Sita Devi dann im Wald war. Ramchandra hat dann einige Feueropfer noch gemacht. Aber als Grihastha kann man Feuer opfern, also diese speziellen Feuer, Ashwamedha-Yagyas, die kann man nur machen, wenn die Frau daneben sitzt. Aber Ramchandra wollte nicht nochmal heiraten. Selbst sein Guru Vasishtha Muni hat ihn gebeten, nochmal zu heiraten und andere auch. Aber Ramchandra wollte das nicht, weil er hat versprochen, er wird nur Sita Devi in diesem Leben heiraten. Und dann haben sie eben das Problem gelöst, indem sie goldene Statuen von Sita gemacht haben. Und für jedes Yagya eine goldene Statue gemacht haben. Und die ist dann neben Ramchandra gesessen. Und zusammen haben sie das Yagya gemacht. Und all diese goldenen Statuen haben sie aber verliebt in Bhagavan. Weil selbst Ramchandra ist einfach so wunderschön. Und die wollten diese Beziehung haben zu Bhagavan. Die sind dann auch alle als Gopis erschienen. Ramchandra hat allen die Wünsche erfüllt. Die sind installiert worden als Sita Devis Multi, aber eben die sind alle individuell und wollten alle mit dem Herrn ihre Liebesbeziehung haben und Krishna erfüllt alle Wünsche. Und die sind dann auch gekommen. So auf diese Weise gibt es viele, viele Gruppen von Gopis, die alle zusammenkommen. Aber Radharani und ihre Gruppe, die sind nicht so happy, wenn alle Gopis zusammen sind. Weil sie sagt, wir sind nicht gleich, ne? Und Krishna behandelt alle gleich. So, der Rasa ist weniger als am Govardhan. Dort sind dann die Nitya-Siddha-Gopis. Da dürfen nicht alle dabei sein am Govardhan Rasa-Lila. So, das ist vertraulicher. Der Rasa ist mehr. Krishna genießt alle möglichen Rasas am Govardhan. Es gibt einen Vers von Rupa Goswami, wo Krishna am Govardhan steht und alle verschiedenen Bhaktas vom Vrindavan sieht. Er sieht die Kühe und die Kälber. Krishna hat so viel Liebe für die Kühe und die Kälber. Und er sieht seine Freunde, die Gopas. Ja, Krishna hat auch so viel Liebe für alle. Er ist
der transzendentale Liebesgott. Und dann Krishnas, die älteren Gopas mit den Kühen sind da und Krishna sieht die auch. Und Krishna sieht Vrindavan und sieht alles. Und Krishna sieht aber auch die Gopis und Krishna sieht Radharani. Und er kriegt seine Augen von Radharanis wunderschöne Gestalt nicht mehr weg. So, Krishna ist völlig bezaubert von ihr, obwohl er Liebe hat für alle. So, das ist ein Govardhan. Krishna genießt dort alle verschiedenen Rasas. Deswegen Govardhan, Udarapani Ramanatha Trapi Rasotsavat, Tatrapi Govardhan. Govardhana ist höher bei Krishna. Und Krishna hat eben den Hügel hochgehoben und Krishna genießt alle Rasas dort. Aber höher noch als Govardhan ist Radhakundan. Radhakundan, Ihapi, Gokulapate, Premamrita Plavanat. Das ist Premamrita Plavanat. Plavanat heißt Überschwemmung. Dort ist alles überschwemmt. Das von Premamrita, von dem Nektar der Prema, nämlich das ist Radhakunda. Radhakunda ist nichts anderes, unter Anführungszeichen nichts anderes als Radharanis Liebe in flüssiger Form. So Krishna genießt dort und am Radhakunda kommt nur Radharani und ihre Gruppe hin. Dort kommen nicht mal andere Gopis hin. So der Rasa, der dort ist, ist der höchste von allen. Radhakunda ist entstanden, das ist eine schöne Geschichte auch im Padma Puran, glaube ich, ist die erwähnt, oder Brahmavivarta Puran wahrscheinlich, wo Krishnas Lila, als Krishna diesen Arishtasura getötet hat, der in der Form von einem Stier war. Und Krishna hat ihn, weil der hat alle terrorisiert und alle haben Angst gehabt und Krishna hat ihn umgebracht und dann die Gopis haben gesagt, oh, du bist jetzt, du hast deine Kuh umgebracht, greif uns nicht an, Krishna. Krishna wollte kommen und die Gopis umarmen, er ist der Hero, er hat gerade den Stier umgebracht und Krishna kam und dann die Gopis noch mal gesagt, greif uns nicht an, du bist sündhaft, du hast den Stier umgebracht. Krishna sagt, das war kein Stier, das war ein Dämon. No, 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 no. Der war in der Form von einem Stier. Du musst jetzt Buße tun, Krishna. Gesagt, okay, welche Buße soll ich tun? Du musst in jedem einzelnen heiligen Wasser im ganzen Universum ein Bad nehmen. Das hat Radharani gesagt zu Krishna. Krishna hat schon verstanden, das ist ein Joke. Aber die haben es auch ernst gemeint. No, Krishna, greif uns nicht an. Das ist einfach, Krishnas Rasa kommt durchs Sprechen auch. Das ist einfach die Sprache, Menschen sind so gesegnet und Gott gibt es den Menschen, Krishna gibt es den Menschen. Einfach durch diesen Joke, durch dieses Scherzen, das ist ja bei Krishna genießt auch. Gopi sagt, no, du musst jetzt überall ein Bad nehmen im ganzen Universum. Krishna hat gesagt, ich bin der höchste Herr, was brauche ich? Allen Tieren das Nachlaufen, die sollen alle hierher kommen. Und Krishna manchmal manifestiert er seine Allmacht auch im Vrindavan. Und die Gopis waren Zeugen davon. Die haben gesehen, Krishna hat mit seiner Ferse auf den Boden geschlagen. Und da war sofort ein Loch in der Erde. Und dann hat Krishna alle Tirthas eingeladen, sie sollen da in der Form von Wasser Platz nehmen. Und Gopis konnten alle sehen, Krishna ist allmächtig. Alle Tirthas kamen, alle heiligen Flüsse kamen und haben es mit Freude Krishnas Dienst angenommen. Krishna hat sie eingeladen, sie sollen kommen und dann Krishna hat ein Bad genommen in diesen Kunda. Und dann Krishna hat gesagt, ja, hat Radharani eingeladen, no, bitte, ihr könnt jetzt auch ein Bad nehmen in diesem wunderschönen Kunda, das ist die Essenz von allen heiligen Gewässern. Und Radharani hat gesagt, no, in diesem Kunda ist jetzt die Sünde, einen Stier zu töten drinnen, wir wollen da nicht Bad nehmen, wir werden da nur verunreinigt von diesem Wasser. Wir machen unseren eigenen Kunda. Und dann Radharani, die hat dann mit ihren Shakis, Vrishabha, Tanuja, Nashan, Narma Dharmukti Rangai, Nikila Shuti, Nikila, im Raghunadas Goswami, Radhakundashtakam, sagt das. Nachdem Vrishabha, Tanuja, Nashan, Narma Dharmukta Rangai, die haben über Dharma gesprochen, Gopis und Krishna, aber sie haben einfach gescherzt, Ranga, gescherzt. Und dann Radharani, mit all ihren Gopis, mit ihren eigenen Händen hat begonnen, den Radhakunda auszugraben. Das ist, und dann haben sie ihre, diese, was man so hat, da, diese Armreifen, man nennt ihn Sanskrit Kanka. Die haben sie runtergenommen mit diesen Kankern, goldene Armreifen haben sie begonnen, so wie mit Schaufeln halt, ne, diesen Kunda auszuheben. Ne.
Und das nennt man auch den inneren Teil vom Radha-Kunda, nennt man Kankan-Kunda bis heute auch. Manchmal, wenn sie alle paar Jahre lassen sie das Wasser raus und reinigen den Kunda, dann finden sie unzählige Deities und alles Mögliche in diesem Kunda, weil die Menschen halt, wenn sie Deities nicht mehr verehren, schmeißen sie in den Radha-Kunda und alles Mögliche finden die dann dort. Aber das Innere, das nennt man dann Kankan-Kunda. Von dort, ja. Ich habe einen Devote kennengelernt, ich glaube, sein Name war Pramod. Er lebt dort, Schüler von Bhakti Raksha Maharaj oder ich weiß nicht, lebt ganz simpel dort am Radha-Kunda. Einfach nur ein Gamchan, kein Mensch weiß, wer er ist, aber er hat Bhakti Pramod Puri Maharaj besucht, bevor er die Welt verlassen hat, 1999. Und da haben sie gerade diesen Radha-Kunda ausgelassen und er hat ein Stück von dem Schlamm da mitgenommen. Das ist ein Kankan Tilak, nennt man das. Und hat es ist nach Jagannath Puri gefahren, um Bhakti Pramod Puri Maharaj noch ein letztes Mal zu sehen. Und kam hin und hat dem Sevaka, der sich gekümmert hat, da, weil da war 24 Stunden rund um die Uhr, haben sie Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj beobachtet und sich um ihn gekümmert. Er ist nur noch gelegen und hat nicht mehr gesprochen. Und hat dem Sevaka den Tilak in die Hand gedrückt, Kankan Kunda Tilak. Und den hat er dann aufgetragen auf Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharajas göttlichen, transzendentalen Körper. Und an dem Tag hat Srila Puri Maharaj die Welt verlassen. Der hat nur wirklich noch gewartet auf diesen Kankan Tilak von Radharani und ihr Devoti hat den einfach mitgebracht nach Puri und dann hat er diese Welt verlassen. So, das ist Radharani mit ihren, und die Shakis, mit ihren eigenen Händen haben diesen Kunda ausgegraben und dann wollten sie das Wasser holen von der Manasi Ganga. Und dann haben sie so viel Wasser gebracht, aber das ist alles versickert. Und dann Krishna hat gefragt, und die heiligen Gewässer, die Gottheit, die haben alle zusammen eine Form angenommen, die all diese Tirthas repräsentiert. Und die ist zu Krishna gekommen und hat gesagt, Krishna, was sollen wir machen? Wenn Radharani unseren Dienst nicht akzeptiert, wenn Radharani uns zurückweist, wir haben überhaupt, unser Leben ist nutzlos. Dann Krishna ist merciful. Krishna hat Radharani gebeten, oh, Rade, bitte, akzeptiere doch den Dienst von all diesen Tirthas, die wollen dir auch dienen. Und Radharani hat dann zugestimmt, okay. Und dann sind diese Tirtha Purusha ist einfach hat durchgebrochen, die Wand zwischen Radha Kunda und Shyama Kunda. Und das ganze Wasser ist rübergeflossen. Und dann Radharani hat ein Bad genommen in ihrem Kunda. Und Krishna hat dann auch gesagt, ich komme jeden Tag an diesen Platz und werde ein Bad nehmen. Und Radharani hat gesagt, ich komme jeden Tag und nehme ein Bad in deinem Kunda. So, das ist ein wunderschöner Ort in Brajamandala. Wir haben das große Glück gehabt, dort ein paar Tage sein zu dürfen. Radha Kunda und Shyama Kunda. Und es ist wirklich ganz eine andere Energie. Es ist eine andere Welt und speziell, wenn man ein bisschen nach innen geht, das nimmt einen einfach dort mit. So, das ist der höchste Ort, nämlich Radha Kunda Prema Amrita Plavanat, weil dort einfach Radharanis flüssige Liebe alles überflutet. So, Rupa Goswami sagt, Kuryadasya Virajato Giritate Sevam Vivekinaka. Welcher Viveki, welcher intelligente Person wird nicht dort seinen Seva darbringen, wird nicht dort seinen Dienst darbringen. Das ist der beste Platz. Raghunadas Goswami schreibt in diesem Radha Kunda Ashtakam auch, dass selbst Krishna jeden Tag dorthin kommt und alle Regeln befolgt, um ein Bad zu nehmen dort, weil er ist gierig, den barmherzigen Blick Srimati Radhikas zu erlangen. Selbst Krishna macht es. Und er schreibt auch in diesem Radha Kunda Ashtakam, dass jeder, der dort Dienst macht, kriegt ganz easy den Dienst zu Radharani, ganz easy den Dienst zu Krishna. So, wer wird so verrückt sein, dort keinen Dienst zu machen im Radha Kunda? Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat auch noch kommentiert, weil Rupa Goswami im letzten Vers, das ist der neunte Vers, es kommen dann noch zwei, und im letzten Vers schreibt er nochmal über Radha Kunda. Sakrit Abhibari, Sakrit Evasnatur Abhishkarot. Jemand, der einmal ein Bad nimmt im Radha Kunda, der kriegt sofort Krishna Prema. Hier, ja. Tat Premedam Sakrit Apisaras Natura Vishkarot. Tat Premedam Sakrit heißt einmal, wer einmal ein Bad nimmt,
Der erlangt Bremer, aber wir haben auch ein Bad genommen. Aber wo ist die Bremer? So packte sie dann das aus, hat die Taco sagte auch, wer einmal dort in seinem spirituellen, verwirklichten Körper ein Bad nimmt, der kriegt sofort Bremer. Wer dort beschäftigt ist, innerlich, im Inneren, in Krishnas Dienst, der kriegt sofort Prema. So, wer ist so, wer wird dort keinen Dienst darbringen? So, Radhakund ist der beste Platz. Das ist der höchste Platz in unserer Sampradaya, den wir anstreben. Das ist, wo Krishna sein vertrauliches Spiel macht. So, das ist das Ziel. Das mag jetzt alles, was ich wie abstrakt klingen, weil wir mit diesen Dingen, was machen wir da? Wir sitzen da, wir, unser Bewusstsein so oft noch hier in Österreich, Wien oder auch wo immer ist, ne? Aber man kann in seinem Geist immer dort sein. Man kann seinen Geist dort drauf richten, man kann sich wünschen, dort seinen Dienst zu machen, man kann seinen Dienst im Geist auch immer dort machen. Aber es ist gar nicht so einfach. Im Inneren Krishna einen Dienst darzubringen, das ist wirklich anstrengend. Aber das ist das, was Rupa Goswami möchte. Tishtam Braje, lebe einfach im Braja. Im Braja zu leben, hier im Kali Yuga, das Beste ist, im Braja zu leben, ist einfach über Krishna zu sprechen, über Krishna zu hören, über Krishna zu singen. Das ist Tishtam Braje. Das ist zu leben im Vrindavan. Und sich das auch als Ziel vorzunehmen. Einfach das als Ziel zu haben im Leben. Ich möchte dorthin, Krishna, ich möchte in dein Land. Was müssten sonst machen? Was, ich meine, wenn man wirklich ein Ziel, warum soll man sich ein kleineres Ziel nehmen als das? Der Rupa Goswami sagte eben, ne? Kuryat asya virajato giritate sevam. Kuryat heißt, wer würde machen? Wer würde da etwas anderes machen? Außer dem Dienst zu diesem Teich, der am Ufer des Berges, nämlich im Govardhan Hügel liegt. Ne? Was soll man sonst machen? So, das soll man sich wünschen. Dort geht's hin. Und jemand, der sich nur das wünscht, der kriegt schon alles Glück im Leben. Ne? Wenn man nur so einen großartigen Wunsch hat, dorthin zu gehen, Krishna gibt dir alles. Du kriegst alles ins Herz. Rupa, also Raghunath Das Goswami hat dort die letzten Jahre verbracht in einem äußerlich betrachtet extrem fürchterlichen Zustand, aber er hat nur noch nach Radharani geweint, konnte gar nicht mehr den Namen aussprechen, hat nichts mehr gegessen, nur noch ein bisschen Radhakund-Wasser getrunken und manchmal ein bisschen Buttermilch und hat einfach nur geweint und geweint und geweint nach Radharani. So, dort, das sind die Plätze, Raghunath Das Goswami Samadhi ist dort, wo eben sein heiliger Körper begraben ist und dort ist 24 Stunden Kirtan das ganze Jahr. Das sind wirklich sehr schöne Plätze. So drüber kann man meditieren, über diese äußere Form, wie sich Radhakund auch jetzt präsentiert. Es hat zum Großteil Raghunath Das Goswami so entwickelt, wie der Radhakund jetzt aussieht. Ein König kam von Nordindien, der hat im Traum den Auftrag bekommen, nach Vrindavan zu gehen und diesen Radhakund dazu finanzieren, dass er schöne Stufen bauen und alles. Über das kann man meditieren, über Krishnas Lila natürlich noch besser zu meditieren. Ist gar nicht so leicht, wir wissen das alle. Aber am besten ist es, zusammenzukommen, zu chanten, Krishnas Namen zu chanten, Radha Kundastakam zu chanten, drüber zu sprechen, drüber zu hören. Das sollte das Ziel sein. Und wenn man das macht, dann kommt auch das Premamrita Plavanat, dieser Nektar, Gokulapate, Premamrita, Krishnas Lila, Krishnas Liebe, Gokulapate heißt der Herr von Gokula. Seine Liebe, die kommt ins Herz von denjenigen, die sich das wünschen, die dorthin wollen. Das ist, ich habe es mal erzählt schon öfters, Bhakti Adwaita war mal in seinem Zimmer und ein Devote kam zu ihm und hat ihn gebeten, O Maharaj, bitte segne mich, ich möchte nach Vrindavan gehen. Und Bhaktivedanta hat Pranam gegeben zu dem Vaishnava, hat gesagt, du bist so gesegnet, du möchtest nach Vrindavan gehen, du hast den Wunsch, nach Vrindavan zu gehen. Das ist eine große Segnung. So, wenn man sich das wünscht, wenn man dort sich wünscht, einen Dienst machen zu können,
Dann Krishna ist uns sehr, sehr happy, ein Guru ist happy. Und das sollte unser Ziel sein. Das ist ein schönes Ziel im Leben auch. Und das ist nicht nur äußerlich. Nicht nur, dass man jetzt einfach ein Ticket kauft und ein Visa macht und dorthin fährt und dann mit dem Taxi von Delhi am Radhakund fährt und dann ist man dort. Dann ist man noch lange nicht dort. Es hat auch einen Nutzen. Keine Frage. Das Land ist so heilig und so viele heilige Menschen leben dort, dass einen das einfach nicht kalt lässt. Das ist unmöglich. Das ist einfach so. So ein powervoller Ort, man kommt da gar nicht aus. Aber besser, man wünscht sich wirklich, dort ein bisschen Dienst zu bringen. Der beste Dienst dort ist wirklich, einfach Krishnas Namen zu chanten. Einfach ein bisschen Bhajan zu machen, ein bisschen nach innen zu gehen. Nicht so sehr da außen alles Mögliche, allen Dingen nachzuringen, sondern einfach nach innen zu gehen und dankbar zu sein, dort sein zu dürfen. Und die Babajis, die dort leben, sagen, für jeden Godham Parikrama, den man geht, kann man einmal ein Bad nehmen im Radhakunda. So, für jedes Mal, wenn man 20 Kilometer um den Godham barfuß geht, hat man das Recht, sozusagen, einmal ein Bad zu nehmen im Radhakunda. Das ist so eine ungeschriebene Regel dort. Man kann auch, jeder kann hinkommen, ein Bad nehmen, ist kein Problem. Aber besser, man macht es mit Respekt und besser, man bezahlt auch etwas dafür, nämlich einmal um den Godham herumzugehen, was nebenbei auch extrem glückverheißend ist, weil Godan alle Wünsche erfüllt, die man, hoffentlich alle spirituellen Wünsche, die man hat, so hat. So, das ist ein wunderschönes Ziel, das Rupa Goswami hier in verschiedenen Etappen und in verschiedenen Stufen in diesem Vers hier skizziert für die Rupa Nuga Gaudiya Vaishnavas. Und dort sollte die Reise hingehen, auch wenn das jetzt alles abstrakt sein mag. Wenn man dran bleibt, dann wird es immer konkreter und konkreter. Und wenn man am Radhakund, wir waren die paar Tage dort am Radhakund, und wenn man dort im Ashram ist, dann wird diese andere Welt, die wir so für so konkret halten, wie ein Märchen, dann wie eine Traumwelt. Ne? Und dort ist es, dieser ganze Fluss der Gedanken geht so zu Radha Krishna. Es ist so schön. Jedes Haus ein Tempel. In jedem Innenhof, wo du reingehst, sind wunderschöne Deities installiert und alte Deities und die Familie verehrt die auf ganz simple Weise oft und ganz sweet. Aber überall, wo du reingehst, ne? Am Abend, wenn du da durchgehst, läuten überall die Glocken und du hörst Mridanga und Kartals und das ist einfach wunderschön. So, das sollte man sich schon wünschen. Das ist einfach so ein Ort, der dich einfach da mitnimmt. Und über das kann man meditieren, egal wo man ist. Das kann man sich wünschen und dort sollte man hingehen. Das ist unser Ziel. So, Rupa Goswami gibt es. Wir sollten auch auf die Stufe kommen, dass wir Rupa Nugas werden. Deswegen Rupa Goswami hat auch diese Upadeshamrita geschrieben, um den einfach zu geben, was macht man? Von Vajravegam, von seiner Stimme zu kontrollieren, bis Radhakunda, bis dorthin. Gibt es alles in nur 11 Versen. So, wunderschönes Ziel. Fürs Leben, dann macht das Leben totalen Sinn. Ne? Da hat man wirklich etwas, was man sich wünschen kann, wofür man lebt, wofür man atmet, wofür man aufsteht. Dort. Und Krishna weiß es. Krishna ist der Erste im Herzen, der weiß, was der Wunsch ist. Und wenn jemand bei Radharani Zuflucht nimmt, dann Krishna macht er alles, was immer. Wenn wenn jemand Radharani Dienst darbringt, was sich wünscht, Radharani Zuflucht zu nehmen, Krishna erscheint in deinem Leben. In welcher Form auch immer. Krishna ist nicht so leicht zu erkennen. Aber Krishna erscheint. In dem Moment, wo du wirklich Zuflucht nimmst bei Radharani, dann Krishna kommt. Hundertprozentig. Er kann gar nicht anders. Der ist einfach angezogen. Wenn jemand nur Ra sagt, Krishna hört schon, kommt jetzt da oder nicht? Wenn jemand nur die erste Silbe von Radharanis Namen ausspricht. So diejenigen, die Radharanis Namen chanten, die wirklich zu Radharani beten, die sind Krishna extrem lieb. Ne? Krishna möchte alles tun für die. So, das ist, so wer wird nicht an diesem schönen Ort seinen Dienst erbringen wollen zu Radharani? Weil Krishna sagt selber auch im Padma Puran, von all den Gopis, Radharani ist mir die Liebste. Und ihr Teich ist mir genauso lieb wie Radharani selber. So, das ist wirklich ein wunderbarer, mystischer Ort voller Hingabe. Dort sollte man hingehen. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Und bleibt einfach dort. Denkt einfach an
Radha Krishnas Lila. Ich bin auch so dankbar für diese Zoom-Klasse. Ich bin hier nach Wien gekommen, ihr seht hier, der Ashram ist leer. Da, wo mal Thakurji gestanden ist, da ist nichts mehr. Es ist nichts mehr da. Ich habe die Nacht hier verbracht. Es war fürchterlich. Es war also grauenhaft, in diesem Ort zu leben, wo Krishna nicht mehr so präsent war. Also ich war Krishna dann dankbar, dass ich so Sehnsucht nach ihm haben durfte, aber es war fürchterlich. Also jetzt so besser man hat seinen Geist. Und jetzt in dem Moment, wo man über Krishna sprechen kann und an ihn denken kann, ist alles okay. Selbst Radharani sagt, ich brauche den Krishna nicht. Ich möchte ohne Krishna leben. Krishna macht mir so viele, gibt mir so viel Schmerz, bereitet mir so viele Schmerzen, aber ich kann nicht leben, ohne über Krishna zu sprechen. Das selbst Radharani sagt er so. Was sollen wir sagen? Das ist wirklich ein Geschenk. Ich bin euch wirklich dankbar, dass man über diese wunderschönen Dinge sprechen kann und seinen Geist darauf richten darf und sein Leben da auch ausrichten kann. Das ist wirklich was Glorreiches. Es schaut so aus für viele, dass das wie ein Märchen ist und dass das alles nicht stimmt und dass das alles unnötig ist und was weiß ich, was alles. Da gibt es also selbst Devotis nach vielen Jahren haben dann plötzlich wieder Zweifel, ob das jetzt alles wirklich so ist, so wie es ist oder nicht. Das ist nicht leicht. Dafür braucht man dann wirklich Sadhusanga. Rupa Gosaka sagt ja auch, Tat Anurago Jananugami. Derjenige, der diese Liebe hat zu Krishna, voll im Nachbleiben mit ihm connected. Es schaut oft so wunderbar aus und so fantastisch, dass das einfach nicht reinpasst. Und wenn man dann Gemeinschaft hat mit rationalen Menschen, dann färbt das ab und dann kann man das selber nicht mehr in seinem, das kann man auch nicht verstehen. Thomas hat vorher gesagt, der versteht den Krishna nicht. Krishna versteht sich selber nicht. Krishna kannst du nicht verstehen. Krishna kannst du nur gern haben. Krishna kannst du nur lieben. Und dann verstehst du ihn. So wie du einen Menschen nur verstehst, wenn du ihn gern hast. Sonst verstehst du ihn wie ein Wissenschaftler, aber dann kannst du ihn sezieren, dann verstehst du ihn. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen Krishna nicht auf diese Weise verstehen. Krishna kannst du nur verstehen, wenn du ihn liebst. Und so, das ist gut, da dran zu bleiben. Und dazu braucht man wirklich gute Gemeinschaft. Und man merkt es eh sofort. In einer Sekunde ist es so nice. Egal was war, den ganzen Tag und die ganzen Tage und die ganze Zeit. In dem Moment, wo ich an Krishna denken darf, ist alles okay. Ist so nice. Ist wirklich, das ist Balsam für die Seele. Ne? Und das ist, was wir hier brauchen. Und das ist, was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur auch gesagt hat, was der Mangel ist in dieser Welt. Einfach über Krishna zu sprechen. Über Krishna zu hören. Das ist einfach notwendig. Das fehlt uns allen hier in dieser materiellen Welt. Und wir versuchen, das zu kriegen, was Krishna uns mehr oder weniger übelweise geben möchte. Wir versuchen, nach den Tropfen in dieser Welt zu suchen. Ne? Krishna möchte es dir geben. Ihr braucht nur Krishnas Lila hören. Und das alles ist genau der Zustand, wo wir hingehören. Krishna möchte es dir geben. Und er manifestiert auch diese schönen Plätze wie Brindavan und Govardhan und Radhakunda. Und dass die Menschen hinkommen und ihren Nutzen haben, dass sie sich an ihn erinnern, dass sie einfach da für die Sinne, für alle Sinne, ne? Du hast da für die Ohren, für die Augen, für den Tastsinn, Geruchssinn, du kriegst da alles mit. Ne? Das kannst du dann mitnehmen. Wenn du an diese heiligen Orte kommst, das prägt sich einfach ganz anders ein, als wenn man nur ein Buch aufschlägt und drüber liest. Ganz anders. Und wenn man dann noch mit Personen dort ist, die wirklich in Krishna verliebt sind und die einem diese Orte dann zeigen mit ihrer Liebe, dann das brennt sich richtig rein, dein Herz. Ist einfach richtig nice dann. Ne? So, deswegen fahren wir auch nach Brindavan und an all diese heiligen Orte. So, Peter ist gerade noch gekommen, aber der Katar ist gerade am Ende. Ich weiß nicht, wer der Peter ist. Aber willkommen noch, Peter. Aber wir sind gerade am Ende. So, falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt euch ja frei das Mikrofon einschalten. Falls es noch Fragen gibt, wenn es keine Fragen gibt, ist es auch okay. Passt auch alles. Ich Also weiß Fragen habe ich nicht, keine, was gerade eben. aber das habe ich noch nie Also, gehört. ich Das kenne mich immer war noch nicht aus mit Krishna. dem Zoom, aber gut. Ihr könnt euch ja, glaube ich, eh da. Denn das Okay. Mikrofon selber einschalten, ne? Ja. Also ich habe So, keine warte, ich habe den Frage. Ton ausgeschalten. Sorry, ich habe dich nicht gehört. Haribol.
Genau. Also ich habe keine Frage, aber dass Krishna zweimal gewesen ist und dass er dann eingegangen ist in den wirklichen Krishna, das habe ich noch nie gehört. Da gibt es noch so viele Details. Das habe ich noch nie gehört. Ne? Es steht nicht im Bhagavatam. Okay. Haben uns die Acharyas dazu geschrieben, in ihrer Verwirklichung. Weil im Bhagavatam ist es nicht so erklärt. Wenn du Bhagavatam, BBT Bhagavatam liest, das Srila Prabhupada noch übersetzt hat, nämlich erst im ersten und zweiten Kapitel. Ich glaube nicht, dass er auf den Punkt eingeht. Aber wenn du Vishwanatha Chakravarti Thakurs Kommentar liest, vielleicht erwähnst du es so nebenbei, aber jetzt nicht so detailliert und nicht so klar. Aber okay. Vishwanatha Chakravarti Thakurs Kommentar, er schreibt das ganz klar. Sanatana Goswami hat es auch geschrieben. Aha. Yes. Krishna ist ein Mysterium und ist einfach so nice, ne? Ja. Da hat Yashoda Krishna zur Welt gebracht, den Original Krishna. Den Original Krishna, der ist mit Nabelschnur aus ihrem Mutterleib gekommen. Und noch ein Mädchen auch noch. Und ein Mädchen auch noch, die Durga. Ja, Subhadra. Krishnas Schwester, die kam auch noch. So Durga Devi. Sie ist dann nach Mathura gekommen, hat dann die Form von Durga angenommen mit 10 Armen oder 8. Ja, genau. Und hat dann noch Kamsa einen Tritt gegeben und hat gesagt, Kamsa, du Idiot. Weil er wollte sie umbringen, ne? Weil er gedacht, das ist das achte Kind, das ist sein Mörder. Und wollte sie nehmen und dann ist sie in die Luft gegangen, in den Himmel und hat ihm noch einen Kick gegeben auf seinen Kopf, einen Tritt und hat gesagt, Kamsa, du Idiot. Mörder hat schon Geburt genommen. Und er hat Durga verehrt. Kamsa hat Durga verehrt. Er war Verehrer von Durga, aber Durga ist nicht happy von jemandem, der ihn verehrt, aber Krishna hasst. Diese Verehrung akzeptiert sie nicht. Ne? So deswegen hat sie ihm noch einen Tritt gegeben für die ganze Verehrung, die er ihr dargebracht hat und hat gesagt, du bist ein Idiot, du weißt nicht, dein Mörder ist schon der ist schon woanders geboren worden. Schon da, ja. So ist alles Krishnas Lila. Unendlich. Unendlich. Aber das ist Krishnas Barmherzigkeit, dass man seinen Geist darauf richten darf. Ne? Mhm. Und ein bisschen rauskommt aus diesen Gunas und aus diesem ganzen Samsara hier. Okay, dann okay. Vatanan. Nächsten Dienstag gibt es noch Katar, da auch online. Und am 21. auch noch. Und dann bin ich unterwegs, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, weil ich da ganz wohne. Aber wie auch immer, schauen wir mal, was Krishna arrangiert. Danke. Genau. Vielen Dank, Hare Krishna. Wünsche euch noch einen schönen Abend, Hare Krishna. Hare Hari Bol. Hari Bol, danke. Hari Bol. Danke euch.